Das solltest du über Online-Dating wissen. Wenn dich ansonsten noch für meine Kurse interessierst. Rund um Dating, Beziehung, Liebe, schau auf liebeschipp.de. Mein Name ist Christian Schemmeier, Psychotherapeut, Diplompsychologe, Paartherapeut. Und dies ist mein Videoblog. Ja, ganz kurzes Video, ein bisschen inspiriert durch eine Mail, die ich die Tage bekommen habe. Und zwar geht es um die Frage Online-Dating. Jemanden daten, der auf seinem Profil nicht richtig zu sehen ist, von hinten zu sehen. Es gibt ja manchmal so Profile bei Männern, bei Frauen, wo gar kein Mensch zu sehen ist oder halt das Gesicht nicht richtig zu sehen ist. Was man da wissen muss, 46% der Menschen auf Tinder sind nicht Single. 46% in Deutschland. Neue Studie, 6, ich sag's nochmal, 46%. Jetzt überlegt mal, jetzt zählt mal eins und eins zusammen, wenn Menschen vielleicht ihr Profil, also ihr Gesicht nicht richtig zeigen, wie hoch da vielleicht der Prozentsatz ist, weiß ich natürlich nicht, aber da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Also mein Rat, date keine Menschen, die sich nicht zeigen im Online-Dating. Das heißt natürlich nicht, dass alle, die das machen, in der Beziehung sind, das weiß ich natürlich nicht. Ich rede ja immer nur von Risikowahrscheinlichkeiten hier. Und vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, wo man sich nicht zeigt. Mir fällt nur ehrlich gesagt kein Grund ein, außer man ist berühmt, warum man das tun sollte, der irgendwie gut ist fürs Daten. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt denkt, man ist so cool, dass vielleicht der Mann schon drauf abfährt, wenn nur, weiß ich nicht, die Hände zu sehen sind der Frau oder ich weiß nicht was, ob das jetzt eine gute Basis ist. Also mir fällt kein Grund ein. Wenn man schon im Online-Dating ist, wo ja Optik das Hauptkriterium ist, wo man sich da nicht zeigen sollte, ist, glaube ich, sollte man, glaube ich, nicht als cool werten, sondern eher als, oh, Code Red. Und ich meine, klar, ihr macht, was ihr wollt. Ich werde, viele meiner Ratschläge werden ja auch gerne mal in den Wind geschlagen, aber ich wollte es nur mal gesagt haben, da wäre ich ja extremst skeptisch. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.